Ah, es geht doch nicht um einen ruhigen Fernsehabend. Wenn mein Fernseher doch nur funktionieren würde. Oder Kumpel? Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. Ja, in der letzten Folge haben wir Nick Valentine befreit. Oder? Ja. Und sind mit ihm aus Vault 114 geflüchtet? Und ja, wir machen jetzt weiter mit irgendwelchen random Zeugs. Verurteilt mich nicht, der lag einfach so Mutterseelen alleine vor Sanctuary, also ja. Ich werde halt manchmal einsam, okay? Verurteilt mich nicht. Soll er. Ich hab da 30 wieder ab. Offscreen hat sich einiges getan. Ich habe nämlich einige Orte wieder abgekaut, die ich schon besucht habe. Und zwar der Turm, wo die ganzen Supermutanten waren, habe ich nochmal abgeklappert und da habe ich sehr viele Sachen noch gefunden. Am meisten nur so Kleinzeug hier. Trinity Tower, genau. Und dann, was noch? Ach ja, wo war diesen hier? ArcJet Systems, wo er den Paladin beschützen mussten, also wo er uns beschützt hat, bin ich auch nochmal hingegangen und ich glaube sonst nirgendwo. Und da habe ich jeglichen Müll aufgesammelt, um dann den in mein Haus einzulagern, also in meiner Werkstatt und dann neue Sachen zu bauen, wie zum Beispiel geile, geile Knarren. Ja. Ich habe meine Waffen jetzt ein bisschen aufgebaut und ich dürfte jetzt wohl auch ein bisschen, wir hätten die Tür schon wieder offen lassen. Ich dürfte jetzt auch hoffentlich nicht so schnell verrecken. Mit diesen Waffen. Hoffe ich. Und ich habe die ein bisschen umbenannt, damit ich Übersicht ein bisschen hier behalten kann. Mein Jagdgewehr zum Beispiel nennt sich Best Buddy. Die Fernbeziehung ist mein neues Scharfschützengewehr. Ich glaube, das habe ich auch schon gekauft, weiß ich nicht. Das ist so ein richtig traditionelles Scharfschützengewehr und ja. Da brauche ich. Ist, glaube ich, beschissen für Gegner, die direkt in meiner Nähe sind, aber dafür brauche ich auch nicht ein Scharfschützengewehr. Dann, kill me! Die habe ich sogar, glaube ich, noch gefunden. Das war so ein Revolvergewehr, das habe ich in diesem Supermutantenturm gefunden. Und ja, ich glaube, das Ding macht ordentlich Schaden, deswegen, ja, habe ich das mitgenommen. Und Mafiosi ist hier das Ding hier, das MG. Ich habe die meisten der Sachen noch gar nicht benutzt. Die Megapistole, die ist natürlich auch dabei, meine schon fast vollkommen perfekte 10 mm Pistole. Und ja, was machen wir denn in diesem Part? Ich weiß es nicht. Gehen wir ein bisschen ruhig an heute. Obwohl, ehrlich gesagt nicht, ja stimmt, ich weiß, was ich vorhatte. Tutti Raider in der Cobbridge-Fertigungsanlage. Wie wär's, wenn wir das machen? Ich habe jetzt eine Menge geile Waffen und jetzt habe ich richtig Bock, diese Pisser fertig zu machen da hinten. Also ja, gehen wir mal dahin. Können wir, was? Achso, das sonstiges, ne? Die haben uns ja letztens, als wir diesen Ort besucht haben, ganz schön fertig gemacht und jetzt haben wir dicke neue Waffen, dicke neue Rüstungen. Wenn ich auch so ein, zwei Dinger ein paar verbessert habe. Und die sind jetzt dran. Da könnt ihr mal sowas von glauben. Ich glaube nicht, dass ich jetzt nochmal so einfach falke. So. Ich hoffe, die Gegner bleiben auch tot. In den Turm, in den Supermutantenturm, sind, glaube ich, ganz unten wieder neue aufgetaucht. Aber da oben sind nur alle tot gewesen. Außer die Orte, die ich noch nicht entdeckt habe. Weil ich habe so viele Kisten und so nicht gefunden. Da waren noch verschlossene Türen, verschlossene Safes, Computerterminals, alles Mögliche war da noch und ich habe alles verpasst fast. Hi, ha? Was? Ja, das ist alles wieder da, ehrlich. Ja, guckt euch mal an, wie schnell das jetzt geht. Warum was? Keiner. Guck mal her. Kopf.
Was soll man für Schaden wir jetzt machen? Und ich merke, mein kritischer Trefferrate tut sich verdammt schnell aufladen. Deswegen soll ich vielleicht ein bisschen öfter kritische Treffer aktivieren. Ich muss die ja aktivieren. Hallo, guck mal, was hier Neues ist. Da so, muss ich mich jetzt hier nochmal überall durchkämpfen, ehrlich. Ja gut, aber das dürfte jetzt natürlich ein bisschen schneller gehen. Man muss ja hier alles töten, ne? Man muss ja mal hier alles kaputt hauen. Din, din, din. Was? Die sind alle nochmal, die sind alle wieder neu aufgetaucht, ne? Mach mal das hier. So, diesmal tun wir ja gründlich alles kaputt hauen. Ich tue mich jetzt nicht hier so umgucken, sagt er und guckt sich vorsichtig alles hier noch an. Hi, na? Denkst du, du könntest dich verstecken? Offensichtlich nicht. Hi, na? So muss das. Erstmal schnarchen, damit ich wieder voll bin. Ausgezeichnet. Ist mein Radio jetzt überhaupt aus? Ja. Ich höre mir immer Radio an, wenn ich offscreen hier am Spielen bin. Ich finde echt gut, dass so viele Lieder noch. Oh cool. So viele Lieder noch aus dem dritten und den Dingens-Teil, aus dem New Vegas-Teil noch dabei sind in diesem Spiel. Wo ist der kleine Wichser hin? Wie bitte? Hast du gerade in meinen Let's Play geflucht? Nur weil ich manchmal nix da sage, heißt das nicht, dass ich das W-Wort sage. Und hier ist eine Power-Rüstungsstation, okay. Kann ich eine Basis theoretisch machen? Ich habe noch nie das W-Wort. Ich habe noch nie das W-Wort in meinem Let's Play gesagt. Ich dachte, ich hätte es mal gesagt, oder habe ich nix da gesagt. War ich ganz schön schockiert. Normalerweise fluche ich eigentlich nicht. Ja, nicht in Let's Plays, ich meine allgemein. So, wo seid ihr? Wo muss ich hin? Was? Ich bin hier, um euch hier alle fertig zu machen. Ich den Fernseher ein bisschen leiser gemacht habe. Ich kann nicht mit Kopfhörer aufnehmen. Ah. So, ich muss höher, immer höher. Ja, gehen wir mal da hoch. Das scheint richtig zu sein. Ich muss ja nicht jeden einzelnen töten, oder? Wie sagt mir, ich muss nicht jeden einzelnen töten. Da irgendwann hier in den ersten 10 Folgen oder so rauskommt. Hast dich verpisst, was? Immer auf dem Weg. Mein Gott, ich hau dich schon damit kaputt. Doof. Ist wie ein Call of Duty, ja? Wo, was genau muss ich? Ich muss hier die Raider töten, das ist mir klar, aber muss ich echt jeden einzelnen hier töten? Ist doch ein bisschen übertrieben, oder? Scheiße, was war das? Hey, hey, halt mal kurz die Klappe. Ich habe was gehört. Du bist sowas von tot. Da muss ich wieder nach oben. Wer? Ist. Okay, ich muss mal kurz auf die Karte gucken. Karte. Da ist irgendwo was.
Und wenn ich... Das war nicht kompliziert. Boah, die kann ich alle mitnehmen, ja. Ich mag nicht angeleuchtet zu werden. War ich doch gerade. Warum kann ich hier pennen? Das ist so verwirrend, dass ich Leute höre andauernd. Aber niemand zu sehen ist. Doch, ich bin hier. Please notice me. Oh, jetzt geht's ab. Oh, boom, 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 boom. Oh, boom, boom, boom. Ja, spielen auf Überleben. Oder? Okay, wupp, wupp. Was soll ich sagen? Ich hätte vielleicht mal liegen. Nein, das gibt's nicht. Gerade als ich schießen wollte. Oh, könnt ihr euch noch erinnern, wie schwer das war damals? Dann machen wir mit. Ich nehme jetzt auch viel Schrott mit. Düngermittel, lass mal gucken. Säure und Dünger, ja. Stahl und Öl. Stahl. Okay. Ich hätte gern mehr Öl und weniger Stahl. So, nach und gründlich. Das ist unmöglich, wie viel ich verpasst habe, ne? An Klamotten, als ich in den Turm war. Was zum? Ich würde mal sagen, wie du hier reinkommst. Und du? Könnt ihr mir mal bitte sagen, wo ihr herkommt? Müsste ja nicht so schwierig sein hier. Ich meine, Anfang des Spiels konnten wir das schon machen, mehr oder weniger. Yes. Cool. Cool. Verdammt. Na, trinken wir noch etwas Wasser. Wow, hey. By the way, sollte ich auch mal irgendwann nehmen, aber ein paar AP müssen jetzt nicht. Macht sich angeleuchtet zu werden, verdammt. Kühlmittelverschluss.
Aluminium, ja. War damit. Ich habe nicht so im Kopf, was ich alles brauche. Also Stahl und Holz zum Beispiel brauche ich nicht mehr. Telefon. Aber ich habe offscreen nur Zeit damit verbracht, Müll zu sammeln. In Gebieten, wo wir schon waren. Natürlich kein anderes Gebiet. Ich bin ehrlich gesagt den meisten Kämpfen aus dem Weg gegangen. Falls es irgendwie zu Kämpfen kam. Wo bist du? Okay, damit habe ich ganz schön viel Muni, deswegen werde ich das vielleicht mal nehmen. Trotzdem nicht genau, wo ich hin muss. Was zum Scheiße! Verloren! Ja, die Waffe ist nicht schlecht. Alter. Ich glaube, den hätte ich hier auch so. Ich auch so hier irgendwie abschalten können oder für mich arbeiten lassen können, oder? Meine Karawane befallen, ja, schon die dritte in einem Monat und ich spreche dir zusätzlich noch eine gute Nachricht überwacht. Ist auch ein Karawane in unsere Richtung unterwegs. Ist. Er sagt, er hätte ein paar Wochen Wachen gesehen. Entschuldigung, dann nicht. Nein, kann ich mit dem Springmesser was damit machen? Oder? So, ich bevorzuge lieber du. Die Dünnen sind echt, weiß ich nicht, pretty dumb. What is this? That's nix. Was ist das denn hier? Hallo? War ich das? Ich will ehrlich gesagt hier das noch schaffen in diesem Part. Aber anscheinend komme ich nicht dazu. Wie schön. Am Schluss gibt es noch Stahl, weiß ich mittlerweile. So, bin ich denn hier richtig? Wenn ich jetzt hier weitergehe und dann so nach links. Oder? Bin ich schon wieder hier? Wie kommt man da hin? Wie bringt der Marker gar nichts? Auf die ganze Zeit im Kreis hier, habe ich das Gefühl. Aber ich bin ja schon mal hier durchgelaufen wie blöd und habe auch nichts gefunden. Den verarscht mich. Ich höre immer irgendwie Gegner, obwohl keiner in der Nähe ist. Anscheinend, sonst kann ich ja nicht pennen gehen. Was in
Ich war noch nie im Leben. Nee, aber ich bin doch nicht. Was? Ich bin doch gar nicht da reingegangen. Die Anzeige, der zeigt mir gar nichts an. Ich komme damit gar nicht klar. So, ich muss nach oben. Wie komme ich nach oben? Die verarscht mich. So, hier, nach oben. Ich gehe nach oben. Da muss ich irgendwie einmal durch das ganze Ding rumgehen, nehme ich an. Möglicherweise zeigt mir Questmarker an, ich soll irgendwie durch eine Tür gehen. Hier, was denn? Was zum Teufel war das? Ich gehe einfach so hoch wie möglich wieder. Aber da bin ich auch schon durchgegangen. Ich tue mal schon speichern. Einer. Oh, sehr gut. Und so Dings daran. Sagen, ach, so eine Hose an. Ja, ich soll jetzt nicht jeden Müllige aufsammeln, was die hinterlassen. Hallo? Nett. Warum mit dem Schiff untergehen, wenn man das reparieren kann? Fusionskerne halten Dauer auf 10% länger. Cool. War übrigens der gleiche Spruch wie in V3, glaube ich. Der Schuss. Also dann würde ich ja echt mal gern fertig sein. Wow. Wow. Ein normaler Raider, ey. Gib mir auch die Nüsse. Ja, da war ich letztes Mal, das weiß ich noch. Ich weiß schon gar nicht mehr, was für ein Kontext hier ist und weswegen ich überhaupt hier bin, was ich hier genau machen muss. Wo kann ich sagen, da gibt mir glaube ich Öl. Terminal. Was macht denn das? Ma. Kann die Scheinwerfer nicht anmachen. Wenn das hier eine Siedlung werden kann, ne? So, ich komme hier echt nicht klar mit der Karte. Gehen wir mal, wo bin ich? Da, dann muss ich da lang. Oh. Ich habe doch schon fertig gemacht, glaube ich. Sind aber letztes Mal ausgegangen ist. Hi, na. Jetzt.
Oh Mann, echt. Oh, du stehst da einfach die ganze Zeit. Vorgab, den ganzen Part hier rumzuhängen, ne? Einfach nur hier alle. Weiß ich nicht. Aber ich habe eine Wackelpuppe bekommen, das ist auch schon mal was. Wo ist denn noch einer? Ja, drin. Das ist doch genau da, wo ich schon die Leute fertig gemacht habe. Was? Da drin. So ein Arsch gefunden. Wortwörtlich. Wollte ich nicht so sagen, ich bin alt. Jetzt nur so weitergehen. Ja, geht da rein. Bin ich schon drin gewesen, ne? Ich laufe hier ganz im Kreis. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Wenn ich echt jeden einzelnen erledigen, das kann noch ewig dauern. Was bin ich wieder hier? So, halt, Moment, da ist eine Treppe, glaube ich. Links von mir. Irgendwo. Also nicht. Ich will in diesem Gebiet. Ey, ich komme hier nicht weiter. Muss ich lang? Komm ich mehr so? Kommen wir jetzt. Ey. Ernsthaft, wo muss ich hin? Irgendwo war da mal ein Aufzug. Wie bin ich nur mal zum Aufzug gekommen? Oh, ich werde auf den Nerven hier. Jetzt mal ernsthaft, das Ding hilft mir überhaupt nicht weiter. Okay, wir haben aber schon wieder eine halbe Stunde vorbei. Ich würde sagen, ich schalte dann das nächste Mal ein, wenn ich hier das Ding gefunden habe, wo auch immer ich hier hin muss. Also ja. Meld mich dann wieder, wenn ich irgendwo. Da ist eine Tür. Wenn ich irgendwo mal einen Weg gefunden habe, wo ich hin soll. Und jetzt hier geradeaus, ne? Jetzt hier irgendwo. Irgendwo da lang, glaube ich. Nee, was? Was hier lang? Hast du das gehört? Nein. Scheiße, was war das?
So. Ganze Aufregung wegen nichts. Ich glaube, da oben wartet ein Gegner, den wir erledigen müssen. Okay. Wir scheinen halbwegs richtig zu sein, deswegen sage ich, beende Part hier. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Danke für alles, ich versuche schon und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.